Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Damit wir dies verändern, ist hier dein Entwicklungssprünge-Podcast. Der Podcast, der dir hilfreiche Impulse gibt für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wundervollen Podcast-Folge mit dem lieben Ricardo, auch Wiederholungstäter. Schön, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch. Sehr gerne. Auf in die nächste Runde. Genau, auf in die nächste Runde. Wir haben nämlich gerade schon ein Video aufgenommen für seine Plattform. Für alle, die dich noch nicht kennen, also ich könnte jetzt sagen, Ricardo der Zauberer, dann würde das aber nur so einen kleinen Mini-Teil von dir beschreiben, der Weltveränderer, der Revoluzer. Nee, ich hab von einer Mutter einen super Begriff bekommen. Okay. Bildungsevoluzer. Ach, ein Bildungsevoluzer, ja, das ist ein super Wort. Ist gut, oder? Ja. Ist kein Revoluzer, ist kein Ding, Evoluzer finde ich gut, ja, also. Ja, ich habe ja auch schon mal eine Veranstaltung gemacht, Bildungsrevolution und das R in Klammern, weil ich auch mehr für Evolution bin als für die Revolution. Okay, genau. Was beinhaltet denn dein Bildungsevolutionär-Dasein? Sag doch mal einfach nochmal 5 Sätze über dich, damit die Menschen, die dich noch nicht kennen, wissen, wer ist das denn jetzt hier? Also ich habe sowohl Freilernen erlebt als auch das staatliche Schulsystem. Ich bin dann Berufszauberer geworden. In der Zauberei musst du dich mit gewissen Lerntechniken beschäftigen, weil stell dir vor, du gehst in eine Zaubershow und der Zauberer lässt dich eine Karte ziehen und der vergisst die Karte. Ist gar nicht gut. Kommt nicht ideal. Und da habe ich einfach dieses Wissensthema einfach damit gehabt und ich wollte immer schon viel lernen. Ich habe immer einen extremen Wissensdurst gehabt, der wurde mir auch nicht abgeschalten. Ich hatte sehr viele Traumatisierungen, die viele in der Schule erlebt haben, nicht weil ich von zu Hause eine ganz andere Rückendeckung bekommen habe. Und wenn ich etwas blöd gefunden habe in der Schule, bin ich auch nach der 3. Stunde nach Hause gegangen. Oder wenn ich gesagt habe, ich habe es kapiert, dann kannst du doch nicht einfach nach Hause gehen, sag ich, die Tür ist offen, ja, ich rufe deine Eltern an. Und kommt der Papa, sage ich, super, habe ich ein Taxi. Ja, und der dann auch zum Lehrer, wenn du im Lauter so... mit so einem Kreuz. Ja, ja, der hat auch gesagt, wenn du dem Lehrer gesagt, wenn du ihm lauter Dinge erzählst, die ihn langweilen, dann darfst du dich nicht wundern, wenn er nach Hause gehen will. Und dementsprechend hatte ich viele Schultraumatisierungen nicht und ich wusste auch, dass ich extrem schnell lernen kann. Ich habe immer gehört, du kannst, du bist, du wirst und ich wusste, mit ein bisschen Disziplin und Technik kann ich alles erlernen. Ja, und das habe ich dann angefangen, Schulen zu zeigen und dann habe ich über 50.000 Kinder befragt, wie sie sich Schule und Lernen vorstellen. Nicht, was du willst, nicht, was ich will, nicht, was will der Lehrer, der Professor, der Minister, ist mir alles uninteressant, sondern was wollt ihr? Und ich habe auch alles, was ich an Lerntechniken und Co., ich nutze das an Kindern. Wenn ich eine neue Idee habe, so wie das, was wir jetzt gleich besprechen werden, ich gehe in die nächste Schulklasse und zeige das denen. Und wenn die das blöd finden, dann muss ich das neu aufbauen. Ja. Weil manchmal finden Erwachsene das toll, weil das in ihrer Logik Sinn macht. Ja. Sage ich, ja, aber für euch habe ich es nicht gebaut. Euch zeige ich mal im Sinne von, funktioniert es überhaupt? Ja. Und dann muss ich zu denen gehen. Und sage ich, wenn die mir aber sagen, das macht so keinen Sinn, dann muss ich es wieder umbauen. Das ist ganz einfach. Ja. Die sind die Kunden. Ja. Wenn jetzt deine ganzen Kunden, die zu dir kommen, sagen, die Gunda ist blöd, dann musst du dir was überlegen. Ganz egal, ob du sagst, nein, das ist die beste Methodik. Ja, das stimmt, da hast du recht. Wenn die dich alle blöd finden, hast du ein Problem. Aber in der Schule geht das, da können die ganze Klasse oder die ganze Schule findet den Lehrer blöd und wir können nichts tun. Ja. Das ist nicht ideal. Ja, ja. Deswegen bist du der Bildungsevoluzer, hast eine wunderbare Plattform geschaffen, die ich natürlich hier verlinke, komplett kostenfrei, wo ihr die neuesten Lerntechniken zu allen möglichen Fächern, wie kann man was Kindern anders beibringen. Du bist inzwischen weltweit unterwegs. Yes. Sagst, also in Europa ist es die größte alternative Bildungsbewegung und jetzt wollen wir das nochmal ein bisschen größer skalieren, das Ganze. Ja. Genau. Also das ist die gute Zusammenfassung. Genau, das ist lassen wir's da. Mega. Ja, manchmal wird es woanders mehr gewollt als bei uns, aber sehr bezeichnend auch, dass du dich darüber nicht frustrieren lässt. Ganz kurz zu dem Thema. Es gibt ja weltweit Bildungsflüchtlinge. Ja. Also Menschen, die wegen den Kindern oder weil die Kinder das nicht mehr aushalten, in der Schule flüchten. Ja. Und in Deutschland gibt es ja angeblich das beste Bildungssystem der Welt. Die Menschen, die mir das sagen, scheitern immer an Frage Nummer 1. Hm. Hast du dir jemals andere angesehen? Nein, aber das sagt man doch. Sag ich, dann tun wir uns schwer zu argumentieren gemeinsam, wenn du nur eines kennst. Ja. Und
wenn ich weltweit, ich war, wie gesagt, in Mexiko habe ich Gruppen besucht und mitgeholfen und in Spanien und in Dubai und was auch immer. Und 95% der Schulflüchtlinge, die ich kenne weltweit, kommen aus einem Land. Deutschland. Deutschland. Ich habe doch keinen japanischen Schulflüchtling getroffen, keinen bolivianischen, keinen aus Hawaii oder sonst irgendwo. Ja. Ist doch sehr spannend, oder? Dass ja, die voll. Fast alle aus Deutschland kommen. Und es, ich auch Familien kennengelernt habe in Afrika, zum Beispiel eine kenianische Familie. Da hat der Vater einen Job bekommen bei BMW, deswegen sind die nach Deutschland gezogen. Und die Kinder waren aber schon eine Zeit lang in der kenianischen Schule und die mussten wieder zurückziehen, weil die sich geweigert haben, die deutsche Schule zu akzeptieren. Wo es funktioniert, ist, wenn sie die andere Schule noch nicht kannten. Das heißt, sie haben keinen Vergleich. Ja. Aber wenn die Kinder einen Vergleich hatten, dann schießt sich das immens oft. Ja. Naja, aber das wäre Ja. schon ein großes Thema zu besprechen, dass Deutschland, glaube ich, mit aller Wucht und ich gefühlt jetzt mit Volldampf auf die Vollkatastrophe und den Zusammenbruch hinzusteuert, so wie es gerade ist. Dann kann man was Neues aufbauen. Genau. Inzwischen bin ich auch an der Stelle zu sagen, okay, in Deutschland ist dann mit der Evolution nicht so weit her, es muss irgendwie zusammenbrechen. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Du bist ja zusätzlich noch, hast du so ein Forscherherz. Also dich lässt das ja nicht los, Dinge zu erforschen und rauszufinden, warum ist es eigentlich so und wie kann man es anders machen? Und heute sprechen wir für alle über Mathe. Und ich weiß noch, als du mir davon erzählt hast, fing das an mit der Frage, warum finden eigentlich alle Kinder Mathe doof? Deine Antwort dazu, bitte. Gibt viele Antworten. Meistens haben die Mathe-Lehrer auch einen ziemlichen Stock im Hintern drin und das muss man auch dazu sagen. Aber nicht alle, ist auch wichtig. Also, mir war der Grundgedanke im deutschsprachigen Raum, wo ich meistens unterwegs bin, fast alle Fünfer fallen auf Mathematik. Es gibt dann noch einen großen Bereich im Sprachenlernen, aber die meisten sind in Mathematik. Die wenigsten Kinder bleiben sitzen in der Schule wegen Biologie, Sport, Musik und Chemie. Sondern es sind immer diese großen Blöcke, Sprachen und Mathe, wobei der Mathe-Block, brauchst du dir anschauen, wie viele Nachhilfestunden gibt es in Mathe, ist mit Abstand der größte Block. Ja. Da muss doch irgendwas schief laufen, weil die sind ja nicht zu blöd für Mathe. Wenn ich mit denen Mathe mache, kriegen die Mathe hin. Ja. Und dann bin ich mal draufgekommen über die Zeit, dass grundsätzlich das mathematische Verständnis vor der Pubertät ein Blödsinn ist. Deswegen gibt es Schulen weltweit, die beginnen erst in der Pubertät mit den Kindern Mathe zu machen. Außer natürlich, das Kind kommt zu dir und sagt, ich will Mathe. Na, logisch mache ich dann mit dem was. Da könnte ich direkt ein Beispiel zu sagen. Also ich hatte in der 5., 6. Klasse Mathe 6. Da weiß ich, oder 5, also auf jeden Fall grottenschlecht. Da weiß ich noch, wie der Lehrer mich nach vorne zitiert hat und durch jede Seite in meinem Heft ein dickes, rotes Fragezeichen gemacht hat. Und war auch gar nicht traumatisierend. Ah, super, pädagogisch wertvoll. Genau. Und hinterher, beim Abitur, hatte ich Mathe LK. Irgendwann hat es Schnack gemacht und ich dachte, ach, das ist ja krass, das ist ja voll logisch. Richtig. Das ist ja voll logisch. Das ist ja klar. Wieder so. Und aber hinterher, diese Logik kommt nicht vorher. Genau. Und hinterher hatte ich in der Augenoptiker-Ausbildung, die habe ich vorneweg gekürzt. Und dann dachte ich, oh, komme ich mit dem Stoff? Und dann saß ich im Matheunterricht und denke so, ach, ist das langweilig. Und dann hatte der Mathelehrer einen Lösungsweg, wo ich gedacht habe, hä, ist das voll kompliziert. Und dann habe ich einen einfacheren Weg zur Lösung zu finden gefunden und habe ihm den vorgerechnet. Und dann er so, das verstehe ich nicht, aber das Ergebnis stimmt, muss wohl richtig sein. So, ich sage so, okay, alles klar. Ja, also das wollte ich damit nur mit der Pubertät bestätigen. So. Es ist nämlich das Thema, dass du unterhalb der Pubertät, ich meine, könnte man jetzt in Hormone und was sich da ändert, und aber es ändert sich, da braucht man, glaube ich, nicht großartig diskutieren, ja. Da passiert etwas. Du brauchst dir für Mathematik zum Beispiel ein Mengenvorstellungsvermögen. Ja. Deswegen hast du ja Kinder, da steht dann 24 plus 7 und die schreiben hin eine vierstellige Zahl. Ja. Da siehst du, da ist keine Mengenvorstellung. Wenn die sich um ein oder zwei Punkte verrechnet, dann sagst du, okay, hat sich verrechnet. Ja. Aber wenn der vollkommen off the road ist, dann weißt du, da ist kein Verständnis dafür da. Ja. Und wenn du die Kinder fragst, wie alt bist du? Ich bin 6. Ja, die sagen nicht, ich bin so viel alt. Ja. Ja, ich bin so viel alt, weil die versuchen, ein Bild dazu zu kreieren, um eine Menge zu kreieren. Und das geht bis 20 meistens recht gut, weil die das eben mit den Fingern
und mit den Zehen im Kopf machen können. Und deswegen ist auch ab 3 mal 7 beim Rechnen, weil dann muss ich über die 20 drüber, fangen die Probleme an. Und wenn du jetzt so einen kleinen Knirps fragst, wie viel ist ein 81? Viel. Ja, aber die können das nicht unterscheiden. Die haben kein Mengenvorstellungsvermögen im Kopf. Die haben kein Distanzvorstellungsvermögen. Wenn du dem sagst, wir haben noch 7 Kilometer, sind wir schon da, sind wir schon da, sind wir schon da, sind wir ja, schon da. Ja, genau. Noch 10 Minuten. Ja. Geht nicht. Die haben diese Mengen, diese Distanzen, diese Zeiten, das macht nichts in deren Kopf. Das beginnt erst in der Pubertät. Das heißt, die können natürlich von Kilo auf Gramm umrechnen, weil sie es auswendig lernen. Aber nicht, weil sie es verstehen. Ja, also es das gibt ist ja ein paar schon die wenige erste Ausnahmen. Frage, was ist denn überhaupt Mathematik? Also das Wort, was ist Mathematik? Könnte die ganze theoretische Sache da reingeben und was man offiziell sagt, aber ich erkläre dir gleich eine einfachere Variante, die wäre wichtig, weil es gibt ja so Wikipedia-Definitionen. Ja. Es gibt in philosophischen Büchern Definitionen, was Mathematik ist, das Allumfassende, und da gibt es ganz tolle Definitionen. Aber die bringen dem Kind nichts. Ich meine, du weißt, was ein pH-Wert ist, oder? Ja. Gut, wenn ich dir jetzt die Definition erkläre, die wir in der Schule lernen mussten, kannst du damit nichts mehr anfangen. Nee, ich weiß ja, pH-Wert ist Negativer. nicht wichtig für den Körper, den gibt es, und fürs Schwimmbad. Man muss Ja, ja. sauerbasisch, ja? Das Genau. braucht jeder nochmal ausprobieren. Aber dort steht dann negativer dekadischer Logarithmus der Wasserstoff-Ionen-Konzentration. So, was ist ein negativer dekadischer Logarithmus? Keine Das weiß keine Ahnung. Sau. Ja. Und das heißt, wir geben lauter so Definitionen, die vielleicht für einen Erwachsenen noch irgendwie Sinn machen, aber fürs Kind überhaupt nicht. Ja. Das heißt, einmal ist dieses Mengenthema und dieses Raumvorstellungsthema, das die einfach nicht haben zu diesem Zeitpunkt, weil sich das noch nicht aufgebaut hat. Und das ist okay. Ja. Das ist kein Problem beim Lesen, beim Schreiben, beim Kreativ Dinge machen, beim Musizieren, beim Tanzen, alles super. Aber für Mathematik ist es noch nicht ideal. Außer das Kind kommt schon zu dir und sagt, ich will. Ja. Dann ist wunderbar. Ja, So, da jetzt können haben wir wir die jetzt wieder nächste den Definition. Seitenhieb, gibt unser Schulsystem nicht her, aber das lassen wir jetzt mal. Genau, ja, das war der nächste Gedanke. Jetzt haben wir die Kinder aber im Schulsystem. Ich kann das nicht von heute auf morgen ändern. Ich muss ihnen etwas in die Hand geben, obwohl sie jetzt mit 6 Jahren schon beginnen müssen mit Mathe, wie sie da reinstarten. Und das Thema ist, da brauche ich dir nichts erzählen, wenn die ersten Schritte in etwas rein schon mal kacke sind und traumatisierend sind und sagen, dann staut sich das hoch. Ja. Ich vergleiche das immer, du hast dein erstes Date und der Mann kommt zu spät, ungewaschen, frisch von der Arbeit und am Schluss sagt der Alte, du zahlst. Der hat Die keine Wahrscheinlichkeit zweite aufs zweite Chance. Date, Nein. die geht ziemlich gegen null. Weißt du, wenn ihr euch schon 8 Jahre trefft und dann legt das so eine Nummer hin und sagst, er hat halt einen schlechten Tag in der Arbeit gehabt, der hat jeder mal, dann verzeihst du das. Ja. Jetzt haben wir aber das Problem in der Mathematik, dass die ganzen ersten Schritte, die wir den Kindern zeigen, sind, friss oder stirb. Du machst das, weil ich dir das so sage. Und Ja, wenn du stimmt, das das. ist das einzige Fach, wo am Ende der Satz kommt, das ist halt so. Genau. Also 1 plus 1 gleich 2. Das ist halt so. Also, Genau. ja, warum ist das so? Also, mein Kind hat das auch gefragt. Ja, warum ist das so? Ja, hat irgendjemand mal festgelegt. So, ne? Richtig. Alles andere, Biologie, Geschichte, Schreiben, das kann man irgendwie erklären. So, ne? Aber bei Mathe ist das Einzige, wo es heißt, ja, 3 mal 3, 9. Warum? Ja, ist halt so. So, also. Und wenn ich dieses gekriegt habe vom Lehrer, weil es so ist, weil ich es dir sage und weil es immer schon so war oder weil es im Buch steht, da habe ich schon Krämpfe gekriegt im Rücken. Da war ich schon in Kampfposition. Wenn mir der das erklären konnte, war ich meistens sein bester Kumpel. Ja, Und der so. Mensch liebt Begründungen. Wenn du in meine Wohnung kommst und ich sage als erstes, grüß dich Gunther, bitte bring mir ein Glas Wasser, dann wirst du fragen, warum? Ich weiß noch nicht mal, wo seine Küche ist. Ja. Wenn ich eine Begründung gebe mit, hi, schön, dass du da bist, bitte bring mir ein Glas Wasser, ich habe mir gestern das Bein gebrochen, ich kann gerade nicht aufstehen, machst du es sofort. Voll. Weil es Ja. etwas ist, wo du sagst, ah, ja, logisch, klar mache ich. Ja. Und jetzt haben wir ein Problem und wir sagen dem Kind als Erster, wenn wir Mathe angehen, du musst die Zahlen lernen, weil du darfst ja nicht im Kopf, sondern du musst es ja hinschreiben können. Ja. Und jetzt sagen wir denen dann, das ist über Zoom jetzt ein bisschen schwieriger, wenn man auf der Bühne ist und hat dann Flipchart vor sich. Aber jetzt zeichnen wir den Kindern da irgendwelche Zahlen auf. Und, so, ich versuche das jetzt so. Ja. Und sag, die schreibst du ab jetzt so. Ja. Sag ich als Kind, ja, warum? Warum soll ich die bitte so schreiben? Und dann kommen Erwachsenenantworten. Dann schaut sich später, wenn du mal im Berufsleben, der ist 6 Jahre alt, mit Berufsleben im Kopf. Ja, aber wenn du mal in der Arbeit, nichts Arbeit, nochmal, der ist 6 Jahre alt oder 5 oder 7 oder.
Wir geben denen Antworten, die machen für einen Erwachsenen Sinn. Ja. Oder zur Diskussion, ja, warum dividiert man? Und sagen, ja, wenn du die Pizza aufteilen willst, sag, hast du Mama schon mal die Pizza aufteilen sehen, während die rechnet? Das macht kein Mensch. Und wenn ich dir A sage und der sieht B, dann macht das ein Problem. Ja. Wenn ich dir sage, Gunther, ich bin Bodybuilder. Entschuldigung. Ja, na genau, was wirst du glauben? Deinen Augen oder deinen Ohren? Immer den Augen. Immer den Augen. Ja. Und das ist ein Problem, wenn wir den Kindern A sagen und sie sehen B. Ja. Und es ist es auch in diesem Alter so, dass wenn wir uns was in der Familie ausmachen, und in dem Alter, da brauche ich nicht sagen, wie viele Menschen können die wahrnehmen? Papa, Mama, 5 weitere Freunde, die können nicht diese ganze Dorf, du, wir haben hier eine 3 Millionen Einwohnerstadt, das kriegen die gar nicht in den Kopf rein. Ja. Und in dieser kleinen Gemeinde, die sie kennen, können wir uns Dinge ausmachen. Da können wir sagen, das ist jetzt nicht mehr die Gunda, sondern die nennen wir jetzt Gundi-Gundi. Und die Familie akzeptiert das. Ja. Weil jede Familie hat so eigene Begriffe für etwas und das akzeptieren wir einfach. Ja. Und jetzt sagt dir das Kind, aber du Mama, ich will das Symbol für die 9 und das für die 0 machen. Darf ich das? Und dann sagen die, nein. Also die Ja, 1 warum? für die 9 und die 2 für die 0. Nö. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Also erklären wir denen irgendwelche rationalen Dinge, die überhaupt nicht ankommen, weil in seiner Wahrnehmung, du bist die Mama und ich habe mir mit dir gerade ausgemacht, dass dieses Symbol für mich die 0 ist, wieso darf ich das nicht? Weil davor, wenn ich etwas gemalt habe, hat deine Sonne und dein Haus anders ausgesehen wie meins, aber meins war voll okay. Ja, Ich durfte stimmt, es dann machen, sagen wie wir ich will. unseren Kindern noch, ach, ist das schön, das ist aber eine schöne Sonne, obwohl man die Sonne gar nicht Genau. erkennen kann. Genau. Und da finden wir das immer toll und plötzlich nicht mehr. Das versteht das Hirn überhaupt nicht. Und sag, warum durfte ich das vorher immer aus meiner Sicht machen und meine Worte für etwas nutzen und jetzt nicht mehr? Und das clincht innerlich. Ja, und dann kommt ja noch hinzu, dass ja wir immer von 1 bis 10 zählen. Genau. Aber wenn man, leider sind die Kinder ja früh an Smartphones oder sonst was gewöhnt. Und wenn man da dann guckt, dann ist es ja eine Zahl von 0 bis 9 und nicht von 1 Genau. bis 10. Das Das ist ja sagen der mir die nächste. Kinder, die Erwachsenen lügen. Oder die halten mir bewusst etwas fern. Ich rede ja ganz viel mit denen und sage, wo müssen wir ansetzen? Und uns zwei ist klar, wo der Unterschied zwischen 1 und 10 und 0 und 9 ist. Aber wenn ich denen dauernd sage 1 bis 10 und sie sehen immer 0 bis 9, dann ist das ein Problem. Ja. So, lösen wir das auf, weil sonst rätseln wir da ewig rum. Ja? Und zwar, du kannst einem Kind, egal wie alt das ist, sehr schnell beibringen, was eine Ecke ist. Ja, der Ball liegt in der Ecke, du hast an der Tischecke den Kopf angehaut. Das sagen wir den Kindern dann dauernd, pass an den Ecken auf, das heißt, der weiß, was eine Ecke ist. Ja. Und wenn ich in einer Schulklasse bin, dann gebe ich denen 5 Minuten Zeit, sage, ich habe deine 5 Minuten Zeit, um alle Ecken in diesem Raum einmal zu berühren. Ja. So, das sind viel zu viele, weil du hast dann dein Blatt Papier, hast du 4 Ecken und an der Tafel Ja. und an dem Fenster und an der Tür sind überall Ecken. Ja. Am Ellbogen haben wir eine, also, und dann, aber sie berühren ja auch oft dann über Kreuz, weil sie schnell sein wollen. Das heißt, ich habe mal beide Gehirnhälften ein bisschen aktiv. Ja. Und dann mache ich das sehr einfach und sage, schau mal, wie viele Ecken hatten die Ziffer 0? Und sagen, ja, keine. Siehst du, wenn wir nichts haben, dann nehmen wir dieses Symbol. Dann sagst du, okay, wie viele Ecken hatten die Ziffer 1? Natürlich, das male ich mit denen dann bunt noch schön ein, aber das ist jetzt so ein bisschen schwierig hier vor der Kamera. Ja. Dann sagen die, ja, eine Ecke. Ja. Und jetzt müssen wir für unser Erwachsenenverständnis in die alte Schreibweise gehen, weil wenn du dir alte deutsche Bücher ansiehst, dann sehen die Buchstaben und die Zahlen anders aus. Und das war die alte 2 und die alte 3. Und die hat 2 Ecken und 3 Ecken. Ja, und für alle, die nur hören, die alte 2 sieht aus wie ein Z und die alte 3 sieht aus wie ein M. Und vielleicht macht ihr euch mal den Spaß und guckt euch mal die alten Zahlen an. Oder Genau. ihr schwenkt Oder jetzt zum YouTube-Video. Nur als ihr schwenkt jetzt zum YouTube-Video, weil sonst wird kleinen es schwierig. Hinweis für die, die nur hören. Stimmt, das ist ja auch Podcast, ja. Ja. Gut, der Rest ist jetzt auch wieder nur optisch. Das heißt, das sind die restlichen Zahlen oder Ziffern. Aber die 4, da sehe ich jetzt nur 3 Ecken. Nein, du hast im Dreieck 3 natürlich und da unten noch einen rechten Winkel, schau. Ach so. Ah, okay, die Ecke habe ich Fertig. Nicht mehr. Ah ja, alles klar, habe ich gesehen. Dann, ja. So, jetzt habe ich die Punkte dann noch da reingemacht. Ja. Ja, genau.
Ich weiß, deswegen mit den Kindern bitte groß machen und das schön einzeichnen und bitte Farben verwenden, aber das ist vor der Zoom-Kamera immer so ein bisschen eine Sache. Und schon haben wir eine Erklärung, warum die 1 eine 1 ist und die 5 eine 5, weil die eine hat eine Ecke und das andere hat 5 Ecken. Und wenn ich das den Kindern so aufzeichne, ja, Ja. und dann lege ich denen 7 Mandarinen hin oder 7 Äpfel und dann frage ich, welches Symbol steht für euch jetzt da, für diese Menge? Ja. Und sagen die, na, das mit den 7 Ecken ist doch logisch. Ja. Also, und dann erklären die dir, warum das für sie logisch ist, Ja. weil Ecken hat plötzlich was für sie mit der Realität zu tun. Vorher war das ein Symbol, das Ja. irgendwie aussieht. Ja. Und jetzt ist realitätsverbunden. Und es macht einen großen Unterschied. Das nächste war dann, was ist dieses Rechnen überhaupt? Und auch das kurz zu fassen, was brauchen wir da ewig? Was ist Rechnen? Rechnen ist Zählen. Da gibt es Mathelehrer, die gerade sagen, Rechnen ist doch nicht Zählen. Sag ich, Nein, es nenne gibt mir. ja Multiplikation und Division und Subtraktion und Addition. Addition. So, muss ich gerade selber nachdenken, wie die Fremdwörter waren. Ja, und auch alle anderen Rechenarten. Ich sage, alles, was du im Pflichtschulbereich lernst an Rechnungen, kannst du auch zählen. Okay. Du bist langsamer, und du kannst auch 9 mal 20 zählen. Ja. Du bist langsamer, aber du kannst. Und es ist für Menschen ein Riesenunterschied, ob ich zu dir sage, Gunda, du bist jetzt keine Ahnung gut im Tennis. Ja, sagen wir, du bist gut im Tennis spielen und ich bin Tennisprofi und sage, hey, ich zeige dir einen Trick, wie du noch besser bist. Ja. Da kann nichts passieren in deinem Kopf, weil entweder ich lerne einen Trick oder ich bin immer noch gut. Ja. Wenn du jetzt aber noch nie, keine Ahnung, Klavier gespielt hast und ich zeige dir Klavierspielen beginnen, dann kann ich auf vollkommen versagen. Und ich habe die Kinder gefragt, sage ich, wo hängen für euch Addition, Division, Multiplikation, hängt das irgendwie zusammen? Und für die sind das vollkommen losgelöste Dinge, die sie einzeln lernen müssen. Ja. Und das ist ein Problem. Und sie können auch auf nichts zurückfallen, weil wenn ich das nicht kann, bin ich am Arsch. Und wenn ich jetzt ihnen aber erkläre, Rechnen ist Zählen, Mathematik ist Zählen, dann sagen die aber, zählen kann ich schon, weil selbst die schlechtesten Mathekinder können zählen. Ja. Weil Zählen im Alltag Sinn macht. Beim Fußballspielen muss ich zählen, beim Spielen gemeinsam, bei den Karten. Ich kenne kein Kind, das nicht zählen konnte. Ja. Und das können die teilweise sogar richtig schnell. Und dann sagen wir, ja, aber zählen kann ich schon. Das ist super, dann haben wir Mathe abgeschlossen für dich. Na, Und dann dann ist siehst du aber richtig, Bums. genau, Dann dann fällt denen mal aber alles, also die Steine runter. Ja, vor allem, wenn sie von den Eltern gehört haben, wie schwierig das wird und was die da für Probleme hatten. Und dann mit der Zeit zeige ich ihnen nur noch, und Kinder lieben Abkürzungen, genauso wie Erwachsene. Was machst du dein Berufsleben? Du versuchst Dinge schneller und optimierter und effizienter zu machen. Und wenn Kinder einen Schulweg haben, da kannst du 2 Meter durch das Gebüsch abkürzen, dann hast du da einen Trampelpfad durch. wir sind immer übers Feld gelaufen. Der Bauer hat immer quer drüber gepflegt. Das hat einen Tag gedauert, war der Trampelpfad und 3 Tage, da war das immer, wurde immer breiter. Der hatte keine Die lieben Chance. Abkürzungen. Ja. Und jetzt kann der gut zählen und ich lerne mit denen schneller zählen. Wir machen so Schnellzählübungen. Und dann sage ich, ich zeige euch einen Trick, wie man noch schneller zählen kann. Wer will denn? Und zeigen alle auf. Ja, klar. Logisch. Das nennt sich dann halt zufälligerweise addieren. Und das ist nur eine schnellere Art zum Zählen. Ich kann sagen 1, 2, 3, 4 oder 2 plus 2. Und ich zeichne dann das auf, sage, du hüpfst immer nur drüber. Und ich erkläre das schon mal vorher, bist du gekrabbelt, dann bist du gegangen und dann hast du angefangen zum Laufen und zum Springen. Ja. Und wenn du keine Kraft mehr hast zum Laufen und zum Springen, dann kannst du immer noch gehen. Und wenn dir die Kraft zum Gehen ausgeht, kannst du immer noch ein paar Meter krabbeln. Und Das heißt, genauso ist es in du Mathe. kannst immer wieder zurück zum nur zählen, wenn du merkst, Richtig. okay, das wird jetzt irgendwie zu kompliziert oder was auch immer. Genau. Das Ja. heißt, ich habe ein Backup. Das heißt, ich kann addieren lernen, weil das schneller ist. Das heißt, Naja, ich und mache die da komme ich Sprünge. jetzt, mal kurz als Traumatherapeutin dazwischen gehüpft. Um zu sagen, welche Entlastung das in dem System macht, weil ich ja sonst immer in dem, ne, die Eltern sagen, oh, es wird kompliziert, es wird schwierig, in diesem Überforderungsmodus bin und in dem kann ich halt auch nicht lernen. Und dieses Wissen, ah, okay, ich kann immer wieder zurück, das macht ja so eine Entlastung auch des zentralen Richtig. Nervensystems und der Psyche, dass das ja schon allein ge Es geil kann mir ist. nichts passieren und das ist Ja, wichtig. Ja, ja. warum sind die den ganzen Tag am Computer spielen? Sie können speichern, den Endgegner probieren und zum Speicherpunkt zurückkommen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Ja. Es kann nichts passieren und deswegen sitzen die da 8 Stunden konzentriert. Also, das heißt, ich zeige ihnen das auf und sage, okay, du hast da einen Sprung und ich vergleiche das immer mit diesem Gehen. Sage, beim Gehen kann dir auch nichts passieren. Egal wie müde du bist, selbst auf allen Vieren.
kommst du noch krank irgendwie ins Badezimmer rein. Ja. So, und jetzt machen wir dann einen Sprung und dann das nächstschnellere, die schnellere Art vom Addieren ist ja nur multiplizieren. Ja. Das ist, wir sind gesprungen und jetzt, also wir sind gelaufen, jetzt springen wir plötzlich. Und dann merkt der, okay, wenn ich jetzt 8 mal 4 und ich kriege Panik bei der Prüfung, dann kann ich aber auch 8 plus 8 plus 8 machen. Ja. Kann 4 mal die 8 zusammenrechnen. Ja. Komme ich hin. Und wenn ich dafür auch zu nervös bin, dann zähle ich 4 mal bis zu 8. Das kann ich hundertprozentig. Ja. Und das macht so eine Beruhigung im Sinne von, jeder akzeptiert, du, der ist besser in Musik, der ist besser in Sport, der ist besser in Mathe, das akzeptieren wir. Ja. Ich will nicht vollkommen versagen in etwas. Und damit kann ich nicht mehr vollkommen versagen. Ja. Ich bin langsamer, aber da steht nicht falsch oder gar nicht gelöst. Ja. So, das Gleiche, wenn du jetzt die umgekehrte Reihenfolge ist ja runterzählen, ist dann die Abkürzung subtrahieren, die Abkürzung zum Subtrahieren ist es dividieren, die Abkürzung zum Dividieren nennt sich dann Wurzelziehen. Wurzelziehen, ja. Und die Abkürzung zum Multiplizieren ist dann Hochrechnen. Und alle weiteren Rechnen sind immer nur Abkürzungen von diesen ersten beiden Basisdingen, nämlich Hochzählen und Runterzählen. Also den Gedankengang finde ich spannend. Du hast mir das ja schon mal gezeigt und trotzdem finde ich das so, zu sagen, okay, es sind Abkürzungen, nochmal so anschaulich zu verinnerlichen. Am Ende ist es immer das Gleiche. Es ist immer nur eine schnellere Variante. Es gibt die Kette ins Mehr und es gibt die Kette ins Weniger. Ja. Und andere Rechenarten gibt es nicht. Ja. Es sind immer nur Varianten dann davon. Und damit weiß er, er kann immer auf den vorigen Schritt zurückfallen und den hat er ja schon viel länger geübt, als den, den er gerade neu lernen musste. Ja. Und abgeprüft wird immer nur der Neue. Aber wenn ich den gerade nicht schaffe, springe ich einen zurück, alles ist gut. Ja. Im Notfall springe ich 2 Schritte zurück, dann ist erst recht alles gut. Ja, obwohl manchmal die Lehrkräfte ja sagen, dass sie den Rechenweg sehen wollen. Ja, das interessiert mich nicht. Manche sind leer im Kopf, manche sind sogar Lehrer. Ja, also. Wow, der war böse. Der war böse. Ja, sorry, das sind so die, ja, nicht mit den Finger rechnen. Und dann sage ich immer, warum? Ja, weil es nicht erlaubt ist. Sag ich, warum? Schau dir die Asiaten an, die gewinnen die Mathe-Olympiaden, die sind alles Fingerrechner. Ja. Allein schon mal, weil diese Bewegung mitgeht im Kopf. Ja, ja, also was das angeht, bin ich ja total dankbar von unserem ersten Podcast, was wir gemacht haben, wo so ich so, oh, das war wie so eine Offenbarung. Okay, es gibt ganz andere Methoden des Lernens. Das war so, ich weiß noch, irgendjemand hat auch mal das Video kommentiert, dass ich zu oft krass sage, weil ich so, wow, das war wie so, ja, eine Offenbarung. Und dass ich inzwischen glücklicherweise sehe bei Instagram und Facebook und so, dass immer mehr von dem, was du mir schon vor Jahren gezeigt hast, immer mehr als Videotutorials rauskommt, zu sagen, ey, das geht ganz einfach mit Hüpfen. Ich habe eine ganze Gruppe mit Lehrern, die die Videos auf Insta und so nachmachen. Ja, so, ne, wo ich denke, ja, wunderbar, endlich fasst es Fuß und es geht so rein. Es gibt sogar ein, 2 Promis in Deutschland, die die Videos nachgemacht haben und das damit in ihre Schulen gegangen sind. Sehr cool. Also es verbreitet sich, ja. Und es gibt keine Argumente dagegen. Es gibt nur, ja, weil es so ist. Sag ich, so wie ich in den Schulen war und mir die Lehrer als Argument gegeben haben, weil ich halt 25 war, ja, du hast nicht studiert und du bist zu jung. Sag ich, das ist kein Argument. Ja. Das ist gar nichts. Naja, das ist ja die Hilflosigkeit. Ne? Wenn ich solch ein Argument ziehe, ist es ja die eigene Hilflosigkeit. Und dann suche ich mir irgendein Argument und bin dann verhaftet im Bürokratenland, wo alles ein Bepperle und Zertifikat braucht und du hast es halt nicht. Und zu sagen, mit deiner Lebenserfahrung kannst du das nicht wissen, aber bist du komplett anders groß geworden, bist du ganz komplett, das steht da irgendwo. Aber schwamm drüber. Machen wir mal weiter. Wir gehen also weiter. Genau. Wunderbar. Also das mal zu den Rechenarten. Das heißt einmal, die Zahlen ganz anders aufbauen, dass wir mal ein Verständnis für die Zahlen haben. Dann der nächste Schritt wäre, dass man den Zahlen zu Bilder gibt. Also 0 das Ei, 1 der Baum, 2 der Schwan, 3 die Ampel, 4 Auto, weil 4 Räder, 5 die Hand, 5 Finger. Gibt es fertige Listen von uns, einfach runterladen, einfach ausprobieren und ausdrucken. Ja. Das heißt, Sie haben dann zur Zahl 81 ein klares Bild. Das heißt, links im Hirn erkennt die Zahl, rechte Hirnhälfte übernimmt das Bild dazu und beide arbeiten gemeinsam für dieses Mathe-Thema an. Riesenvorteil. Dann erklären, was Mathe ist, anders erklären, was sind Rechnungen, anders erklären und plötzlich sagen wir die Kinder ja, das hängt ja alles zusammen. Und dann weiß ich, ich bin am richtigen Weg. Die lächeln und sagen, das ist ja alles eins. Ja, kapiert.
Und jetzt ist ja noch wichtig, dass man sieht, in den Naturwissenschaften ist auch alles eins. Du kannst ja Biologie von Physik und Chemie nicht trennen. Das funktioniert nicht. Das macht die Schule so, ja. Aber mir ist dann wichtig, dieses Gesamtverständnis, dass die merken, das hängt alles zusammen. So, und der nächste Part an dem Ganzen war, der Mensch liebt es, sich selbst zu überprüfen. Nichts unangenehmer, wenn du 20 Rechnungen machen musst und du musst dann vor der Klasse zum Lehrer und der sagt vor allem, alle sind falsch. Und da gibt es ja die Bücher, kennst du? Ja. Dann gibt es ja in den Büchern dann so Sachen, die man mittlerweile zum Glück einbaut. Da muss das Kind durch ein Labyrinth mit dem Stift durch und dann kommt am Schluss dann drei Zahlen und die Zahlen müssen auch bei dir im Ergebnis irgendwo vorkommen. Und dann siehst du, ha, und dann merkst du, oh, die eine habe ich aber nirgendwo, dann fange ich an zum Suchen. Dann habe ich selbst Erkenntnisprozesse, ja, ohne dass mich jemand anderer darauf hinweisen muss. Und wenn ich dann merke, aha, ich komme hier überall klar und dann gehe ich zum Lehrer und kriege auch noch die Bestätigung, das ist wunderbar. Oder wenn ich merke, in einem komme ich nicht und ich gehe zu ihm hin und sage, ich finde hier den Fehler nicht, auch wunderbar. Aber das Problem ist immer, wenn es von außen kommt und nicht intrinsisch. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, und das ist jetzt der Part, wo manche Mathelehrer Hirnkrämpfe bekommen haben, weil sie das überhaupt noch nie so gesehen haben. Und gesagt, okay, wie können wir es machen, dass die Kinder das selber überprüfen können? Und dann haben wir das Problem, dass auch hier viel heißt, ja, weil es so ist. Und wenn ich jetzt hier hinschreibe, das wird jetzt dann, also ohne die Optik ein bisschen schwierig für die im Podcast, 12 plus 13 ist 25, dann frage ich, stimmt das? Dann werden die meisten sagen, ja. Dann frage ich, was wäre, wenn dir dein Mathelehrer 4 Jahre lang erklärt hätte, dass das 31 ist und selbst in deinem Buch steht, das ist 31? Dann werden es die meisten einfach glauben. Ja. Bei der Rechnung kann man immer noch nachzählen und sagen, okay, da kommt das einfach nicht raus. Ich habe das mit meinem Lego-Steinchen probiert, das stimmt nicht. Ja. Wenn da jetzt eine 4- und eine 3-stellige Zahl steht, dann wird es dann schon happig. Ja. Da zählt das niemand mehr nach. Man müsste mal ja ganz viele Lego-Steine haben. Ja, macht niemand. Ja. Und da war eine interessante Frage, die mich dann in diese Richtung geleitet hat von den Kindern. Du, Ricardo, jetzt haben wir verstanden, okay, 0 bis 9, das sind die Ziffern, die es gibt. Und aus denen kann ich alle zusammenbauen. Ja, welche von denen ist denn die wichtigste? Weil aus ihrem Ding, in der Schule gibt es einen wichtigsten, der Direktor, der die Sachen um sich kümmert. Ja. Es ist meistens irgendwo so das Wichtigste oder der Größte oder was auch immer. Und dann denke ich, ja, was heißt die wichtigste Zahl? Und immer, was ist die wichtigste Zahl? Problem im Kopf. Ich habe gesagt, weiß ich nicht. Sobald ich es weiß, melde ich mich wieder bei euch. Aber danke für die Frage. Weil ich lerne über die Kinder, weil die Erwachsenen stellen ja die Frage gar nicht, weil die sagen alle gleich wichtig, wir brauchen alle. Ja. Und dann bin ich drauf gekommen, nein, es gibt eine Zahl, die diese gesamte Mathematik definiert. Und das war so ein Prozess. Ich kann mich noch erinnern, dein Gesicht, wie ich dir das erste Mal erklärt habe. Ja, da habe ich auch gedacht, nee, gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Und ich bin dann in diesen Bereich gekommen, ich habe erstens mal rumprobiert und ich wusste ja rundherum schon recht viel zu diesen Themen. Das heißt, Mathematik kommt aus der Geometrie und die Geometrie ist das wichtig. Und dann kenne ich von Nikola Tesla dieses 369. Er sagt, 369 kannst du das Universum definieren. Und dann habe ich da mal rumprobiert und dann kommst du relativ mal schnell drauf, dass 9 die Basiszahl der gesamten Mathematik ist. Also alles in der Mathematik basiert auf der 9. Und jetzt, ich weiß, dass bei manchen im Kopf raucht es. Und für die Kinder ist es viel einfacher, weil wir haben jetzt schon 20, 30 Jahre Mathematikverständnis da oben einprogrammiert. Ja. Und deswegen ist das für uns oft ein bisschen schwieriger, wie man an das herangeht. Aber das sieht folgendermaßen aus. Und zwar, in jeder Rechnung muss nach folgendem Schema die 9 rauskommen. Und wenn die nicht rauskommt, hast du dich verrechnet. Das heißt, ich habe mit der 9 ein Überprüfungstool. Okay, dann. Genau. Wir zählen einfach zusammen. 1 und 2 ist 3. Und 1 ist 4 und 3 ist 7. Ja. Okay? Und ich tue mir jetzt schwer so mitschreiben, das kriegen wir im Kopf hin. Wir ziehen die 7 beim Ergebnis ab. Also immer, was hier rauskommt, wenn wir das zusammenzählen, ziehen wir beim Ergebnis ab. Ja. Und wenn ich sage, 25 minus 7 ist 18, ja, dann steht hier im Ergebnis 18 und 1 und 8 ist 9. Und wenn nach diesem Schema nicht 9 rauskommt, ist die Rechnung falsch. Immer. Okay, beim Addieren. Das heißt, ich nehme immer... Bei allen Varianten. Weil schau mal, addieren, alle anderen, wenn ich jetzt multiplizieren oder hochrechnen, ist es ja immer nur eine Erweiterungsform. Mache ich denn dann auch immer Plus? Also wenn ich jetzt... Nein, dann mache ich auch mal. Okay, also wenn ich jetzt 15 mal 12... Bleiben wir mal beim Addieren.
Okay, ich war zu schnell, ja. Ja, sagen wir mal irgendwelche Zahlen an. Bleiben wir mal zweistellig, ist wahrscheinlich leichter zum Rechnen. 71, 38. 71 plus 38. Gut. Was ist das gemeinsam? 109. Gut. So, schauen wir uns das gemeinsam mal an, okay? 7 plus 1 ist 8. Plus 3 ist 11. Plus 8 dazu ist 19. Ja. Wenn ich bei 109 19 abziehe, steht hier 90 und 9 und 0 ist 9, also passt's. Ja. Oder? Ja, krass. Ich habe seit Monaten schon. Ich war beim ersten Mal schon völlig fasziniert, irritiert und bin es wieder. Ich habe seit Monaten Schulklassen und so, die versuchen rauszufinden, wo nicht die 9 rauskommt. Und die sind ganz empirisch drauf, dass sie da irgendwie drankommen. Und bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Ja, aber jetzt, okay, bei den bei Addition mache ich immer plus, plus, plus. Und ja, ich zeige das Ergebnis. Also beim Subtrahieren ist logisch, ich drehe das einfach nur um das Spielchen. Mach mal. Erst habe ich die zwei genommen, jetzt nehme ich die zwei Zahlen und ziehe es beim Anfangszahl ab. Nee. Probier es aus, du wirst es gleich haben. Schnalle ich gerade nicht. Naja, vorher haben wir die zwei hier abgezogen. Ja. Und nachher nehmen wir die zwei und ziehen es hier ab. Ah. Ich mache ein Minus, das kommt ja hier was Kleineres raus. Ja, mach mal praktisch. Bleiben wir mal beim Multiplizieren jetzt schon mal. Also, okay. 20 plus 20 ist 400. 20 mal 20, 400, ja. Genau, so. 2 mal 2 ist 4. Ja. 0 mal 2 können wir sparen, 0 mal 0 auch. Ja. Wenn ich hier 4 abziehe, dann steht hier 396, oder? Ich schreibe das mal hin. Ja, 396. Da ziehe ich es auch und ab. Und 3 und 9 und 6 ist 18. Und 1 und 8 ist 9. Okay, dann nehme ich hinten immer die Zahlen plus, ne? Also 3 genau. Plus 9, 18. Das Endergebnis zählst du zusammen, das muss nur 9er geben. Okay. Du kannst es einfacher machen, sage ich, wenn ein 9er schon da steht, dann streich den durch. Ja. Und der Rest muss wieder 9 sein. Wenn ich einen 9er durchstreiche, ist 36 wieder 9. Ja, alles klar. Ja? Das okay. Sind also im Endeffekt nur mehr 9er. Wenn ja. Die Zahlen größer werden, also wenn du was vierstelliges oder fünfstelliges, dann stehen da unten 3 oder 4 9er, aber es sind immer 9er. Ja. Egal, was du tust. Das Einzige, wo ich echt ins Grübeln gekommen bin, ist, was ist, wenn die Zahlen sehr klein werden und man sie verdrehen kann? Weil ich kann ja beim Addieren und beim Multiplizieren die Zahlen in zwei Richtungen hinschreiben. Das heißt, ich kann sagen, 1 plus 2 ist 3 und auch 2 plus 1 ist 3. Ja. Muss ja in beiden Richtungen irgendwie funktionieren. Ja. So, da finde ich aber keine 9. Nee. Da gibt es keine 9. Und dann haben wir gedacht, ja, kacke, dann ist keine universelle Zahl. Und dann, wenn wir draufkommen, wir haben als Kipppunkt 0 definiert. Alles, was darunter ist, spiegelt sich das Positive. Und dann haben wir gedacht, gut, wenn die alles auf die 9 aufgebaut haben, vielleicht war das damals der Kipppunkt. Wer ist denn überhaupt die? Keine Ahnung, wo das aus dem Früheren herkommt. Aber ich erkläre gleich, warum das früher überall gang und gäbe war oder gewesen sein muss. Ich habe noch nichts dazu gefunden, aber es kann nicht anders sein aus meiner Logik heraus. Ja, okay. Also jetzt nehmen wir mal 9 den Kipppunkt. Das heißt, ich muss alles unter der 9 spiegeln. Das heißt, ich habe ein Ergebnis unterhalb von 3, also muss ich das Spielchen umdrehen. Vorher habe ich das linke rechts abgezogen. Ja. Und jetzt ziehe ich das rechte links ab. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, ich muss das Zeichen zudecken. Das heißt, hier steht nicht 1 plus 2, sondern 12. Ja. Und wenn ich 12 minus 3 nehme, bin ich bei 9. Ach. Und wenn ich 21, also 2 plus 1 ist 3, nehme, minus 3 ist auch 18, ist auch 9. Und es funktioniert schon wieder. Das heißt, immer wenn das Ergebnis unter die 9 rutscht, und ganz ehrlich, wie viele Rechnungen gibt es unterhalb der 9, das hält sich sehr in Grenzen. Ja, also wer Bock hat, kann das jetzt mal ausprobieren. Und alle. Aber bei 1 und 2 wirst du es nicht überprüfen müssen. Ja, aber einfach das nur. Das rechnet keiner nach. Mir war nur wichtig, dass es trotzdem funktionieren muss. Aber spaßenshalber. Genau. So, pass auf. Wenn ich sage, 2 plus 2 plus 2 ist 6. Ja. Bin ich unter 9. Also habe ich 222 minus 6, das ist 216. 2 und 1 und 6 zusammen ist 9. Ja. Es geht immer auf. Aber natürlich überprüfe ich das nicht, weil da bin ich ja mit dem Zählen schneller.
Ja, aber einfach nur um dieses, es ist immer die 9. Jetzt wäre ja die spannende, jetzt mach doch mal die Subtraktion. Also Addition und Multiplikation ist klar, jetzt machen wir die Subtraktion. Genau, so. Aber es wäre vielleicht auch spannend, wenn das einfach mal, du kannst es ja einfach mal probieren für dich zu Hause, ne? Und du wirst drauf kommen, dass das einfach immer hinhaut. So, wenn wir jetzt subtrahieren, machen wir eine einfache, okay? 200 minus 100 ist 100. Ja. So. Vorher hätten wir gemacht, den Zweier und den Einser nehmen und hier abziehen. Ja. So haben wir es vorgemacht. Ja. Jetzt nehmen wir die rechten zwei Zahlen, ja, und ziehen sie hier ab. Das heißt, ich habe den 1 und den 1er. Die Nuller kann ich mir sparen. Ja, okay. Kann ich ja nicht zusammenzählen. Ja. Also ich ziehe die rechten zwei Zahlen zähle ich zusammen. Da kommt 2 also, raus. Ja. Okay. Wenn ich hier 2 abziehe, steht hier 198. Ja. Einen 9er habe ich schon. Und 1 und 8 ist wieder 9. Ja. Also ich drehe es einfach nur um. Beim Addieren die 2 hier ab. Beim Subtrahieren die 2 hier ab. Und beim Dividieren. Jetzt verstehe ich, was du meinst mit umdrehen. Alles klar. Ja. Es bleibt das Spielchen, bleibt das Gleiche. Nur. Und wenn ich jetzt 200 minus 50 minus 50 habe? Also. Mache ich die. Wie beim Addieren habe ich ja auch jetzt, wenn ich hier 3 Zahlen nehme, dann nehme ich die alle zusammen. Okay. Das heißt, ich nehme dann. Alle bis auf die erste Zahl. Alles klar. Gut. Alle zusammen, es muss nur 9er geben. Ja. Auch alle Zahlen der Welt minus den eigenen Ziffern sind 9. Sagen wir mal eine vierstellige Zahl, irgendeine. Vierstellig, 1237. So, 1237, das ist eine Zahl. Sind die einzelnen Ziffern. Ja. 1 und 2 ist 3 und 3 ist 6 und 7 dazu haben wir 13. Ja. Wenn ich hier 13 abziehe. Ja. Ich meine, das ist schwierig mit dem Schreiben. Dann steht hier 1224. Ja. Und wenn ich das addiere, ist das eine 9. 3, 5, 9. Genau. Witzig. Jede Zahl der Welt minus den eigenen Ziffern ist immer eine 9. Okay. Und wie geht bei der Division, ist das dann genauso wie bei der Multiplikation nur umgekehrt? Einfach so, und wie ziehen wir aus. Jetzt, und wie ziehen wir jetzt eine Wurzel? Ist, wie ziehen wir jetzt eine Wurzel? Wie über, ist probier über, das aus. Es ist ein interessantes Experiment, weil du bekriegst dir auch Erkenntnisse dabei selber. Ja. So, wenn wir das so unseren Kindern beibringen würden, welchen Vorteil hätte das? Also erstens einmal lieben sie es, weil sie können sich selber überprüfen. Es ist anders, wie alle anderen das machen, das heißt, sie fühlen sich schon mal wiederum besonderer. Mit dieser Zusatzerklärung zu dem vorherigen haben wir eine Kombination, weil es ist plötzlich eine wichtigste Zahl, auf die ich mich immer berufen kann in der Mathematik. Mhm. Ja, das ist immer so mein Polster. Ah, eine 9, ah gut. Ah, da kommt keine 9 raus, oh oh. Ich weiß, für uns ist das komisch, so zu überprüfen, weil wir das nicht so gewohnt sind. Ja. Aber der wirklich interessante Part kommt jetzt. Und da entstehen die Zusammenhänge. Weil jetzt haben wir ja vorher, wie du gesehen hast, bei den Rechenarten gemerkt, die hängen alle zusammen. Ja. Das war für die Kinder eine Brücke, wo man sagt, alles ist eins und ich kann notfalls einen Schritt zurückspringen. Mhm. Und jetzt, wenn ich jetzt weiter reingehe und sage, okay, in der Geometrie, wenn ich jetzt so ein Dreieck habe, ja, so, ja. Was ist da die Winkelsumme da drinnen? 360? Nee. Nein, das wäre es in einem Kreis. Ah ja, 180. Also die Hälfte, 180. Ja. Ja, also wenn du ein Viereck hast, hast du 360, wenn du die Hälfte nimmst, hast du 180. 80, ja. 180 ist 9, oder? Ja. Kreis und Quadrat 360, 360 ist auch 9. Ja. Wenn ich jetzt sowas nehme wie ein Sechseck, was ich in der Bienenwabe habe oder bei den meisten Baumstrukturen von den Zellen her, dann habe ich 720. 720 ist auch 9. Es gibt das heißt, keine geometrische Figur auf dem Planeten, wo die Winkelsumme nicht 9 ist. Ach, und damit wird Mathematik auf einmal ganz leicht. Du kannst alle ausprobieren. Ja.
Egal, was du aufzeichnest, wie du es aufzeichnest, wie viele Ecken, wie viele Kurven, wie viele Dinge. Wenn man das jetzt weiterdenkt, welche Auswirkungen hat das denn auf hier diese wunderbaren Sinus, Tangens? Wir müssen alles neu definieren. Wenn wir das einmal neu aufbauen, wir müssen die ganze Mathematik eigentlich neu aufbauen in Wirklichkeit dazu. So, aber jetzt kommt der eigentliche Part. Das heißt, die ganze Geometrie basiert auf der neuen. Ja. Das hilft schon mal wieder. Das ist okay, ist eine Verbindung zur Mathematik, das ist alles eins. Sag, wenn die Geometrie darauf basiert ist, was ist denn Chemie? Chemie, du hast zum Beispiel Molekül- und Atomzusammenschlüsse, die ergeben immer ein geometrisches Muster. Ja, also auch die neuen. Also muss dort auch immer eine 9 rauskommen. Egal, ob sich jetzt irgendwie in Salzgitter, Ionengitter, Metallgitter, also sich fest berühren kann, muss irgendein Zusammenschluss haben, da muss irgendeine Form rauskommen, die ergibt jedes Mal eine 9. Dann gehst du in die Physik rein, weil wenn die Chemie es ist, kann die Physik nicht sehr weit weg sein. Ja, das stimmt wohl. Und dann habe ich mir Basisgrößen angeschaut. Das stimmen noch nicht alle, aber da muss ich noch ein bisschen weiter forschen. Wenn ich mir Basisgrößen der Physik anschaue, zum Beispiel etwas, was ich fast immer einberechnen muss, es ist die Erdanziehungskraft, Ja. Erdbeschleunigung. In Ja. fast jeder Rechnung, wenn ich bremse, wenn ich Dinge, muss ich immer irgendwo einrechnen. Die ist 9,81. Was steht hier links und rechts vom Komma? Eine 9 und eine 9, ne? Und 9 ist 18, ist auch eine 9. So, dann bin ich weiter in die Biologie, das lieben die Kinder heiß. Jetzt malen die da Leute 9 an und sagen, Mathe ist überall. Und dann sage ich, ja. Und stelle ein Skelett hin und sage, mit der Hand, mit der du die 9 dauernd schreibst, wie viele Knochen sind denn da drinnen? Und dann 10, 27, sage ich, was siehst du? 2 und 7. Nein. Und dann gehen wir in das Ohr rein und im Körper finden wir überall eine 9. Und dann zeige ich denen so ein Blatt gegen das Licht und dann siehst du da diese Muster und diese, und dann rechnen wir die mal aus. Da auch eine 9 überall. Dann finde ich das in der Natur überall, im Körper überall, in der Chemie überall, in der Biologie. Und da bin ich schon in fast allen Naturwissenschaften drin. Und nur weil ich die ersten Ziffern gerade erklärt habe. Und nur warum die so ausschauen. Mehr habe ich noch gar nicht gemacht. Bin noch nicht bei Kurvendiskussion. Dann gehe ich weiter mit so, also bitte nicht in dem Tempo mit den Kindern durchgehen. Logisch, ja. Da gehe ich in die Astrologie rein. Dann hast du zwischen den ganzen Sternzeichen hast du Winkelgrade, also gerade mal was die ergeben. In der Astronomie das gleiche Spielchen im Grunde. Dann gehst du in die Frequenzen rein. Wo stimmen wir die ganzen Musikinstrumente? 432 Hertz, 4, 3, 2, 9. Dann gehen die Heilfrequenzen, zum Beispiel 144, was so eine Heilige ist, 1, 4, 4, 9. Die alte Engelsheilungsmusik, das war 963, ist eine 9. Die 999, die früher eine Heilige war, waren die 9. Diese ganzen Heilfrequenzen, nicht alle, aber fast alle sind eine 9. Und dann so diese Frequenzen von der Erde, du kennst sicher Schumann-Resonanz, also der Erdpuls. Ja. Ja? Das ist 7,83. 783 ist 18, ist 9. Dann habe ich mir die Sonnenfrequenzen angeschaut, da kommst du auf das Gleiche raus. Also die Frequenzen von unten und von oben ergeben eine 9. Die Grund von Menschen auch. Die in der Biologie auch. Also du kommst dann überall und ich sage, überall ist der Mist. Und dann bin ich weiter reingegangen und gesagt, okay, was sind die Gewichtsmaße, wo kommt das her? Da finde ich das auch. Dann bin ich in die Längenmaße reingegangen. Und sagen wir, okay, 1 Meter. Sag ich, aber wo kommt der Meter her? Der kommt zweimal aus der Elle, aus dem Ägyptischen, zweimal dieses Ellenmaß und das war ein 9er-Maß. Die haben halt neu definiert, 2 mal 9 ist ab jetzt 1. Gut, aber wo kommt es her? Ja. Die Amerikaner haben ja auch Inches und Feet draus gemacht, okay, aber es ist eine Neudefinition. Aber wo Ja. kommt der Ursprung her? Das heißt, diese ganzen Zeitmaße sind auch das. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben 24 Stunden mal 60 Minuten, dann haben wir 1440 Minuten pro Tag. 1440 ist 9. Mal 60 habe ich die Sekunden pro Tag. Das sind 86.400 Sekunden pro Tag. Das ist eine 9. Dann mal 100 habe ich die Millisekunden. Das ist auch eine 9. Dann nochmal 100 habe ich die Tausendstel. Das ist auch eine 9. Die ganzen Zeiteinheiten. Und dann bin ich in die großen Zeiteinheiten gegangen. Diese indischen, Kali-Yuga, Satra-Yuga, diese Riesenzeiteinheiten. Und in die Maya-Zeiteinheiten rein. Ja? Also diese gigantisch-astronomischen Zeiteinheiten. Die geben auch alle eine 9. Also entweder haben die damals alle per WhatsApp hin und her geschickt. Du, ja, wir machen die auch so, wir machen die auch so. Und die ägyptischen Pyramiden, wenn du da reinschnupperst, kommt auch überall die 9 raus. Ja? Auch diese Torusformen und so. Und entweder haben die sich alle abgestimmt oder die hat ein anderes Verständnis zur Mathematik. Und deswegen glaube ich, dass die damals den Kipppunkt bei der 9 gesetzt haben, weil die gemerkt haben, alles da fängt an zum Arbeiten. Ja. Ja, also sehr, sehr faszinierend. Also da könnte man jetzt rumphilosophieren,
wer waren die und was ist denn auf unserem Planeten schon so lange als Intelligenz oder sonst was da? Aber ich finde erstmal, gehen wir mal den Schritt davor, weil ich glaube, da steigen dann manche aus und denken so, jetzt pinnt's aber. Das ist alles überprüfbar, weißt du? Das, was mit den Frequenzen und der Hand, das kann ja jeder überprüfen. Ja. Das ist keine Theorie. Ja, klar, voll so, ne? Und trotzdem glaube ich, dass da manche dann sagen, okay, fangen wir mal klein an. Ja, ja, logisch. Ja. Also, aber die Kinder, wenn ich das mit denen durchgehe, merken die, alles hängt zusammen. Ja. Ja, das ist so ein wichtiger Erkenntnisprozess. Und wir täten gut daran, dass wir das wieder begreifen, also auch menschlich, ne? Dass alles verbunden ist. Ich habe letztens eine Karte geschenkt gekriegt. Erinnere dich dran, wir sind alle, es ist sowieso alles miteinander verbunden, du kannst dich also weit hinaus lehnen. Fand ich super. Du kannst dich entspannt weit hinaus lehnen. So, ja. Und ich glaube, dass es uns gut täte, da wieder hinzukommen, zu sagen, es ist tatsächlich alles miteinander verbunden und nicht alles in kleinen, singularen Dingen zu sehen. So, sondern wenn wir jetzt an Schule sprechen, Kinder lernen viel leichter, wenn sie verstehen, das gehört ja zusammen. Krass, also geht uns ja selber so, dass wir, wenn wir so Zusammenhänge verstehen, uns Dinge viel leichter fallen. Und auch auf der menschlichen Ebene täte es uns gut, da wieder hinzukommen, zu sagen, ja, es ist alles miteinander verbunden und nicht immer den Finger auf den anderen zu zeigen und zu sagen, ja, du machst es aber falsch oder du hast dies oder das oder gehörst nicht dazu. Richtig. Das würde uns sehr dienen als Menschheit. Richtig. Und ich kann das, wie gesagt, an so ganz einfachen Dingen, ja. Die Kinder kriegen eine Begründung, warum es so ist. Sie verstehen Zusammenhänge. Und ich kann ihnen daran auch erklären, sage ich, schau mal, wenn wir alle auf das aufgebaut sind, dann haben wir einen gemeinsamen Nenner, dann müssen wir alle eins sein. Dann sind wir stärker, wenn wir da gemeinsam an diese Dinge herangehen. Ja. Und ich kann es an so einfachen Dingen, weißt du, ich bin noch nicht in die Hochmathematik reingegangen. Ja. Und ich kann an der Basis schon alles erklären. Und wenn die Basis mal gut und stabil ist, dann kann ich viel leichter drauf bauen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen setze ich genau da an. Ja, gibt es das Video mit der neuen auch schon auf der Wissenschaftsfreiheit-Plattform? Ich habe bei Mathematik Teil 1 bis 10 auf YouTube die Basics darin und ich habe ein paar Vorträge hochgeladen, wo ich das auch erkläre. Ja. Ja. Das heißt, auf deinem YouTube-Kanal findet man die Basics dazu. Findet da Basics dazu und ich werde in Zukunft, wird das auch in die kostenlosen Kurse integriert werden, alles rund um diese neuen herum. Ja. Ich bin da aber noch nicht am Ende der Forschung, weil ich bin auch drauf gekommen, dass eigentlich alle Buchstaben von der neuen abgeleitet werden, aber da bin ich noch nicht so weit, dass ich sage, das ist sattelfest. Ja, also wir dürfen uns freuen auf deinen Forschergeist, was der dann da noch rausfindet. Und ich glaube, für jeden, der jetzt zugehört hat, einfach oder zugeschaut bestenfalls, die Herausforderung mal anzunehmen und mal outside the box zu denken. Lass einfach mal das, was du bis jetzt gelernt hast, hinter dir und lass dich mal auf dieses Gedankenspiel ein, weil es geht um nicht weniger als um die Zukunft unserer Kinder und damit um die Zukunft unserer Gesellschaft oder unserer ganzen Erdenbevölkerung. Und da geht es darum, wirklich mal neu zu denken und nicht immer in den gleichen Strukturen zu sagen, hey, es gibt mehr outside the box, als du denkst, und es darf leicht sein. Also ne, mit der neuen würde ich jetzt mal sagen, damit wird es ja viel leichter, wenn ich das an die Hand geben kann und überprüfen kann. Ich hätte das. Du also, kennst ja den 9er-Reihe-Trick. Ja. Ja, der ist ja der einfachste von allen. Und alle Rechnungen mit der 9 sind auch deppen einfach. Ja. Ja, also, warte, das zeige ich dir noch schnell. Das kennst du vielleicht gar nicht. Aha. Ja, vielleicht mach nochmal den 9er-Reihen-Trick für alle, die den jetzt noch nicht kennen. Ja, also 9er-Multiplikation beim 1x1 ist ganz einfach. Man nimmt die Hände vor sich hin und jetzt sagt man zum Beispiel 9 mal 4. Also zählt man dann von links zum vierten Finger. 1, 2, 3, 4 und den klappst du ein. Und dann siehst du rechts vom Eingeklappten stehen noch 6 Finger und links davon 3, also ist 9 mal 4, 36. Jetzt musst du mal 9 mal 8, das heißt von links zum achten Finger den einklappen. Dann stehen rechts davon noch 2 und links davon noch 7 Finger, also das Ergebnis 72. Ja. Geht für andere Malereien auch, aber bei der 9 ist extra einfach. So. Und zwar, wenn ich etwas zum Beispiel mit 9 dividieren möchte, dann ist das das Einfachste, was es gibt. Und die Kinder bei mir, wenn die irgendwo eine 9 in der Rechnung sehen, dann lachen die schon nur noch.
Weil die wissen, okay, alles ist easy. Das ist so ihre Glückszahl. Die kommt irgendwo vor, alles ist super. Irgendwo in einer Rechnung kommt eine 9, dann weiß ich schon, wie ich damit umgehen kann. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 321,2 durch 9. Ja. Oder 12 durch 9 habe ich da jetzt noch aufgeschrieben, dass man es leichter überprüfen kann. Dann ist diese Regel sehr einfach. Die lautet runter, rüber. Das war's. Okay. Genau. Ich kann dir noch nicht, ich kann dir noch nicht folgen. Ja, ich versuche das jetzt mal hier so halbwegs zu machen. Also runter. Wir schreiben die 3 runter. Okay? Ja. Einfach nur runterschreiben, die erste Ziffer. Ja, okay. Und rüber heißt, wir zählen die nächste dazu. 3 ja. und 2 ist? 5. Gut. So, ich mache das jetzt so, weil sonst schreibe ich ganz schief. Die nächste wieder dazu. 6. 5 und 1? 6. 6 und 2? 8. 8. Und in der Mitte ziehst du jetzt einfach das Komma 35,68. Und warum mache ich das in der Mitte und nicht am Ende? Naja, theoretisch, also die Hilfslinie ist eigentlich so. Die letzte Ziffer, die ja. nicht Komma ist, ja. da ziehst du eine Hilfslinie runter. Alles klar, gut. Und dort setzt du es in Wirklichkeit. Also, okay, dann haben wir 35, das ist dann das Ergebnis. 35,68. Ja. Beim 12 durch 9 kann ich es ganz einfach, 1 runter. Ja. Und 1 und 2 ist 3. Ja. Und 1,3 ist das Ergebnis. Und 12 so. durch 9 ist Ja. 1,3, das ist, glaube ich, recht einfach, wenn du sagst, 9 mal 1,3 bin ja, ich wieder ja. auf 12. Ja. Okay. Drunter und drüber. Ja, die Regel ist nicht sehr schwierig. Es gibt dann noch einen Zusatzding, wenn die Zahl über die 9 kommt, musst du die 9 abziehen. Ganz schwierig. Ganz schwierig, ja. Ja. Also das ist ganz schwierig. Ja, ja, also ich merke so, ne, mein altes Hirn, so über 50, feiert das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so ein total ungewohnter Weg, wo ich jetzt es mir wahrscheinlich... Deswegen meine ich ja bitte aus Kindersicht sehen, ja. Weil ihr habt das jetzt Jahrzehnte in euren Köpfen schon so drinnen, wie es zu funktionieren hat. Genau, also ich müsste jetzt mir das 3, 4, 5, 8, 9 Mal mit Sicherheit nochmal, ah, so geht das, ah, so geht das. Du musst dann, mindestens das 10-mal machen, weil ja. du hast die alten Arten von Rechnungen tausende Male gemacht. Ja. Dann kannst du nicht erwarten, dass wenn du die neue Rechenart einmal machst, dass das alles überschreibt. Das ja, kann klar. nicht. Also mindestens sagt man ja 21 Tage oder so oder 21 Mal und halt auch fortwährend. Aber das Kindern anders beizubringen, da wären wir dann wieder bei der schulevolutionären Dasein, was das an Zeit sparen würde, die in der Schule dann wäre für anderes, für Spielspaß und Spannung, Musik, Kunst, Sport. Das ist ja das, was wir machen in Schule der Zukunft. Schritt 1, wir machen das viel schneller und dann Sport, Musik, Kunst, Theater, Kochen lernen, Essen anbauen, Glücksunterricht, wer bin ich eigentlich? All diese Dinge, die wichtig werden. Genau. Also, fühl dich herausgefordert, gechallenged mit der Neuen, die mal in die Mathematik zu bringen. Wenn du Mama bist und du kleine Kinder hast oder Grundschullehrerin, ist das deine Chance, etwas anders zu machen und mehr Zeit zu haben für das, was dann vielleicht wirklich noch wichtiger, dringlicher ist, nämlich Beziehungsaufbau. Und probier es doch mal aus und guck mal, wie die Kids reagieren. Das, was Ricardo beschreibt, ist ja helle Freude von allen Kindern. Ja. Ja, vielen Dank, dass du forschst. Danke, dass du uns an deinem Forschen teilhaben lässt. Alle, die mehr Lust haben, Seite ist verlinkt. Das Wissen von Ricardo gibt es bewusst kostenfrei, nicht zum in Bezahlversion, damit alle davon profitieren. Und auch das finde ich ja krass, dass du, ich meine, irgendwann musst du ja auch leben und ich kenne dich nur, dass du in diesen Dingen allen aktiv bist und dass du das trotzdem so machst und andere Wege gefunden hast, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das finde ich auch ja, nochmal sehr besonders. Wenn, schau mal, wenn das Menschen hilft, dann ja. werden die freiwillig was geben. Und nachdem sich das damit immer ausgeht, kann es nicht funktionieren. Ja, ein sehr cooler Ansatz. Yes. Es ist immer noch in meinem Podcast so, das letzte Wort gehört meinem Interviewpartner. Also, du darfst jetzt nochmal dein Ansinnen, dein Herzensanliegen, dein Wunsch, deine Inspiration, whatever, hau raus.
Hört auf, über die aktuelle Situation zu meckern, egal wo es ist. Ob das die Arbeit ist, ob das die Schule ist oder was auch immer. Solange du meckerst, bist du noch ein Teil des Problems. Sei dir bewusst, wer dick wird, kann dünn werden. Wer dünn wird, kann dick werden. Wer das Alte erschaffen kann, ist zu 100% dazu befähigt, das Neue zu erschaffen. Fang an, Dinge zu machen, wie du sie haben willst und nicht, wie du sie nicht haben willst. Viel Spaß und bis bald. Da gibt es nichts zuzufügen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüssikowski. Tschüss. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.